Moin Moin und hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival 3. Oh, wie ihr gerade im Chat lest, der Justin ist auch gerade beigetreten. Er ist zwar gerade noch nicht auf Discord drauf, aber er ist gerade beigetreten. Ja, natürlich ist das Schönste auch hier dabei. Grüße euch. Genau, also ich habe jetzt erstmal hier die paar Blitzableiter gebaut, die wir brauchen. Wir werden jetzt aber nochmal unseren Briefkasten kontrollieren, gucken, ob was da alles drin steht. Oh, kleines Büchlein. Das haben wir hier. Bitte reparieren. Aber nein, das klingt schon wieder sehr gut. Metzgerhaus, funktioniert das Auffangsystem nicht mehr? Okay. Kann das funktionieren? Sämtliche Zellen. Was? Zellentüren? Okay. Aber ich glaube mal mit Türen. Nicht mehr. Bitte überprüfen Sie das. Liebe Grüße, die Gemeinde. Ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Ich auch nicht. Also, gut, dann. Erstmal Rückzug. Tun wir uns mal hier ausziehen. Ja, da hast du ja was zu tun, du jetzt. Ja. Tun jetzt die Rüstung mal tauschen. Und dann brauchen wir auch eine Rüstung, die nicht stromleitend ist. Dazu unseren Phasenprüfer. Ein Universalschlüssel. Bisschen was zum Reparieren. Bisschen Redstone. Genau. So, wo fangen wir am besten an? Fangen wir am besten mit der Metzgerei an. Und dann machen wir. Ja, dann bin ich mal gespannt, was da in der Phase ist. Ist ja das Auffangsystem, was ja nicht mehr funktioniert. Bin ich mal gespannt. Also die Blitzerblätter, die bringe ich dann auch noch vorbei. Wollen wir ja gesagt. Genau. So. Hier lang. Hier brauchen wir keine Universalschlüssel. Wollen wir mal gucken. Aha. Jo, da hat man anscheinend alles. Hier unten funktioniert noch alles anscheinend mit den Eiern. Also hier sehe ich schon. Hier fehlt wieder. Gucken, ob wir hier noch was haben zum Reparieren. Ein Redstone, war ja klar. So, dann müsste eigentlich wieder Repeater sein. Wow. Kann ich mir ja noch einen mitgenommen. Kurz den Universalschlüssel rangehalten. Schon Ja, so ist natürlich es habe ich ihn in nicht. die falsche Richtung gebaut. Nein, das geht irgendwann mal kaputt. So. Okay, funktioniert noch nicht, wie es soll. So, die erste Seite funktioniert wieder, warum funktioniert die zweite nicht? Ah, da ist da rein, gut. Machen wir das hoch. So, das scheint wieder zu funktionieren. Wie ist das abgehakt? Können wir das rausnehmen? Oh, und jetzt noch Knast. Knast habe ich auch erst vor kurzem gebaut. Warum ist denn der schon wieder kaputt? Na, was anscheinend alles falsch gebaut oder irgendwie so, keine Ahnung da. Ja, ich glaube auch. Sie Aber müssen Knast, ich sich gerade dann zum meinen Knast sich gehe. beschwert, dass es hier nicht funktioniert hier. Also. Ja, gut, dass ich gerade zum Knast gehe, dann kann ich dir kurz die Blitzableiter liefern. Mach etwas. So, die Blitzableiter. Goodie. Ja, an der Rezeption des Keller. Klauen wir uns hier mal schnell einen Knopf. Müssen wir mal schnell gucken hier. Gut, der funktioniert. Der funktioniert auch. Oh, was steht hier? Zellentüren. Achso, nur die Zellentüren. Achso, ja. Da brauche ich die Tür nicht ausprobieren. Ja. Ja, wo ist die Zwischentür? Tja, da lesen kann es Oh, dann Vorteil, ne? Funktioniert ja. das jetzt eigentlich wieder, Metzgerei? Hast du schon angeschaltet, das Ja, System, die ja? Metzgerei funktioniert wieder. So, mal Wahrscheinlich. gucken. Vielleicht ist es ein Server, der läuft flüssiger. Den haben wir ja gerade neu gestartet.
Das vielleicht flüssiger, muss man nicht besiegen. Ja, so, jetzt wollen wir mal gucken, es funktioniert nicht. Funktioniert. Zelle 6 funktioniert nicht. Nee, warte mal. Nee, Zelle. Jetzt bin ich gerade verwirrt. So, Zelle 5. Okay, Zelle 5 funktioniert nicht. Ah ja. Müssten jetzt eigentlich alle unten sein. Also Zelle 5 funktioniert anscheinend gar nicht. Zelle 6 funktioniert auch nicht, der fährt nicht runter. Genauso wie 2, 7, 8 und 2. Was? Machen wir 2 mal 2. Das ist 1. Mal schnell Dann wird reparieren. doch irgendjemand dann falsch gewürfelt haben. So, Entweder ich Zelle war das 1. oder keine Ahnung. So, gut, dann machen wir mal gucken. Ob wir das gerade bügeln. Da fehlt ein Teppich. Eigentlich sollte die Luke versteckt sein. Aber egal. Oh, dafür ist aber die Visage gedacht. Nein. Aha, hier schon mal der erste Fehler. Kann eigentlich weiterlaufen. Funktioniert auch nicht. So, der ist jetzt runtergefahren. So, Zelle 1 funktioniert wieder. Zelle 2 auch. Scheint zu funktionieren. Scheint zu funktionieren. Ja, sind alle unten. So, gut, die Seite ist alles unten. Also hier fehlt eine komplette Redstone-Spur. Das fließt nicht bis hinter. Das heißt, hier fehlt irgendwo was. Ja, war ja klar, das ist hier dran. So, jetzt fließt das auch wieder. Hier fehlt anscheinend bloß ein Redstone. Oh, ich will die ganze Schaltung. Und die ganze Hauptschaltung hier. Auch nicht schlecht. So, dann sollten eigentlich alle wieder funktionieren. Hallo. Guten Moin. Tag. Moin. Wie du nochmal Bücher craften? Kann das gerade irgendjemand aus dem Kopf sagen? Bücher craften tust du mit Papier und Leder. Ja, das ist schon. Eigentlich so, jetzt sollten eigentlich alle sein. Ja, außer Zelle 5, die funktioniert nicht. Warum funktioniert Zelle 5 schlecht? Muss gleich sein, ja. So, Zelle 5 ist auf der Seite. Ah. Vielen Da fehlt eine Fackel. Dank. Ich habe auch eine Augen. So, wer auch immer hier Spaß hatte, der hat noch. Das hat auch nicht sowas gehabt. Der hat ein bisschen Spaß gehabt, ja. Also, der hat sich jetzt ein bisschen gefreut. Der hat auf jeden Fall jetzt einen Repeater, also einen Verstärker. Ein bisschen Redstone zu Hause. Der freut sich jetzt bestimmt. Da kommt doch an, ob derjenige dann was damit anfangen kann. Ne? Das ist nochmal die Frage der Frage. Ne? So, Knast funktioniert jetzt auch alle Türen wieder. Aber ich tue jetzt gleich nochmal die Zwischenzellen kontrollieren, also die Zwischendinger. Ich mal gespannt, ob die auch alle funktionieren. Funktioniert. Funktioniert. Ist ein paar Tage später, aber funktioniert. So, die funktionieren auch alle. Ja, dann haben wir es. Ja. Gehen wir auf den Knopf wieder zurück. Ach, ich habe den Teppich einstecken. Ups, hoppala. Hab vergessen, den Teppich wieder einzubauen. Ja.
Das war so. Das ist So. das Holz. Aber hier fehlt noch ein Teppich. Also wer auch immer das hier war, der hat auch einen Teppich zu Hause. Gute Frage, nächste Frage. So, von dem her, es war jetzt eigentlich nicht viel kaputt. Es ging sogar. War alles fertig. Ja, alles klar, ja. So, ja, es funktioniert ja alles. Dann kannst du auch in deinem Buch abhaken, da, ne? Ich schreibe gerade nochmal das Buch um, dass alles repariert wurde. Und dann packe ich es in den gemeinen Briefkasten. Ja. Am Gemeindebriefkasten? Ich dachte, du hast einen gebaut. Gemeindebriefkasten für die ganze Ja. Gemeinde? Nee. Habe ich leider nicht. Brauchst du So. denn bitte mal schnell ein? Na, warte kurz. Gleich los. Um die Eier in die Hand entspannt. So, das Buch habe ich umgeschrieben. L.G. Punkt. Ready. So. Alles umgeschrieben. Also soweit funktioniert alles. Oh, jetzt kann ich mal im Stein gucken, weil das so ist. Eieiei. Das gefällt mir. Ah, das ist schon bald fertig. Wird nicht mehr viel. Kommt hier noch Kartentisch hin. Und dann die Tische hin für die Boah, lieber Schreibung. Herr Justin, was machen Sie gerade? Mein Haus abreißen, weil ich es umbauen Heilige. Wärst du so freundlich, würdest du mal ganz kurz deine Abrissarbeiten pausieren, mal kurz einen Gemeindebriefkasten irgendwo hinpflanzen? Ich kann es versuchen. Also, wo es eine Truhe hinbauen, wo mit dem Schild drauf Gemeinde. Ja, gut, das werde ich hinbekommen. Das wäre sehr freundlich. Genau, also, und wir gehen das schnell umziehen. Wir haben ja noch unsere Handwerker, wo sie an. Gibt es da irgendeinen bestimmten Ort, wo es hin soll, oder? Ja, Genug an entweder Boden hinstellen, die ja. Miste in die Mitte oder bei Schulz altes Haus hin. So. Packen wir erstmal hier alles zum Fallen weg, also der Phasenprüfer. Das ist ein normaler Hebel, auch nicht schlecht. So. Wir tun die Rüstung hier tauschen. So. Also wenn ich meine noch irgendwas finden sollte, habe ich auch drauf geschrieben, bitte an Benny richten. No. No. So, da ist auch lieber unser lieber Herr Justin. Jetzt zieht ihn auch mal wieder nach langer Zeit im Videos. Hat irgendjemand schon Wachs, also oder Kerzen Nee, geholt? ich habe keinen Wachs. Ich glaube, bei den Kisten, die draußen stehen, Das glaube, braucht das man war. Behutsamkeit, um abzubauen auf der Axt, ne? Brauchen wir, ne? Um Bienenstöcke zu haben, ne? Ja, die Bienenstöcke abzubauen, brauchst du Behutsamkeit. Ja, nicht bei Behutsamkeit auch nirgendwo. Nirgendwo. Ich habe das schon auch mit der Behutsamkeit.
Kannst du damit? Pflanz erstmal irgendwo hin. Erstmal irgendwo. Genau so. Meine Bücher. Ah, danke. So, das Buch haben wir. Dann gebe ich den Herrn Schulz noch seine Schaufel. Geruhsamkeit. Hast du übrigens auch ein Lagerfeuer? Das Problem ist, wir haben ja noch gar keine Bienenmeister. Ja. Dann das werde ich ausgehen, auch die Suche machen gleich. Ja, ich bringe jetzt deine Schaufel mit Geruhsamkeit. Das ist aber eine Goldschaufel, also bevor sie Gruß gibt, bitte Scheiter. Mach ich sie mir ganz. Ja. Naja, ein Bienenstock reicht ja erstmal zu. So, genau, damit würde ich erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist jetzt eine etwas kürzere Folge geworden. Schon. Ja, 16 Minuten. Ja, du. Die letzte ging auch nicht länger. Ja, schaut doch gerne auf Instagram vorbei. Ihr könnt auch Genau. gerne bei uns auf dem Discord beitreten. Könnt ihr euch mit uns unterhalten, beziehungsweise vielleicht habt ihr auch das Glück, hier mitzumachen. Genau. Also bald würde ich auch sagen, nur ganz kurz zum Abschluss, wir sind hier drin eigentlich fast fertig. Also hier hinten habe ich das Es jetzt ist so gemacht. immer. Ich möchte jetzt hier, kommt dann also wo ich jetzt hier stehe, ist dann der Richter. Dann kommen hier noch zwei Bücher hin, wo dann die Gesetzesregeln stehen, die wir dann noch schreiben werden. Hier auf die zwei Dinger würde ich ganz gerne Kerzenlob haben. Und hier rechts und links jeweils stehen die Schreiber. Die dokumentieren dann eben halt in Stichpunkten eben halt alles mit, was dann der Angeklagte sagt über Aber ihn, sein Schreiber Anwalt. gibt eigentlich immer nur einen. Es gibt nur einen Schreiber. Das heißt, der andere Pult, den würde ich eher sagen. Also den Genau, auf der Wache. rechten Seite, das ist für den Zeugen. Nee, der Zeuge sitzt eigentlich hier vorne. Ja, dass Weißt er du? dann vortretet und dann sich da hinsetzt, Ja, gut, beziehungsweise muss ja dann hinstellt. sich hier hinstellen, ja, und dann hier reden. Genau, und dann dass er die ganze Gemeinde damit. Genau, sonst sitzt hier der Zeuge und sein Anwalt dann derjenige. Ne? Sonst hier vorne, Genau. wenn gerade nicht schon. Und hier hinten sitzen dann alle anderen eben halt, die dann zugucken, Genau, ja. zuhören und auch was zu sagen haben. Ja, sonst sind wir fertig. Hier hinten, ich Jo. habe das hier extra hier hinten nochmal erhöht mit einer Stufe Hm, eben ich halt sehe hier, sie. dass Ich man hier sehe noch ein hier. bisschen hochkommt. Und das Deck ist dann, ja, sieht das hier so beklemmt aus. Hier hinten nochmal ein paar Bücherregale, einfach nur so zur Deckung und dann. Sind wir hier Jo. eigentlich von innen fast fertig? Hier drin kommen noch ein paar Kleierständer hin dann. Und hier außen Genau, dann. Genau. ja. Ja, würde ich sagen. Schaut, hier können wir jetzt mal wieder rein. Das heißt, wir machen hier weiter. Beziehungsweise, wenn wir schon fertig sind. Gucken. Genau. Guckt auch gerade beim Justin auf die vorbei. Der Link ist natürlich unten drin. Genau. Wenn Würde er alles sich noch bestimmt aktuell freuen. ist. Ja, würde sich Justin bestimmt freuen. Na, bestimmt. Wenn ich nicht unbedingt aktiv bin. Das ist ja egal. Genau. Ja, ich bin der Benny. Ich sage erstmal ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.